Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Entsprechend bereiten wir uns auf den Gegner vor, suchen uns da Stärken und Schwächen raus, wo wir eventuell auch uns dann irgendwo durchsetzen können und wo wir vielleicht einen Vorteil für uns erkennen. Und darauf ist dann die Trainingswoche ausgerichtet. Und das war in dieser Woche nicht anders als letzte Woche und als die Wochen davor. Und diesen Weg werden wir auch weiter beibehalten. Merken Sie selbst an sich, dass so eine Konstellation irgendwas mit einem macht? Ja, an mir persönlich merke ich es jetzt schon nicht so dolle, weil ich mich immer freue, auch nach wie vor auf Arbeit zu kommen und mit den Jungs zusammenzuarbeiten, weil ich eben einfach auch sehe, dass sie trotz der negativen Erlebnisse der letzten Wochen immer beim Training mit vollem Tatendrang dabei sind. Die versuchen, die Dinge umzusetzen, sie geben Gas und das macht mir dann Spaß, dann auch im Training zuzuschauen, wenngleich wir es halt an dem Wochenende in den Spielen dann nicht immer zu 100% dann umsetzen können. Und deswegen sind wir eben auch in dieser Situation, in der wir jetzt sind, wo man sagen muss, wir haben es nicht mehr selbst in der Hand und dementsprechend müssen wir aber die Dinge, die wir beeinflussen können, die müssen wir versuchen, bestmöglich umzusetzen. Dann mache ich es dem Leonhard einfach. Warum schafft ihr es am Sonnabend den 8. Saisonsieg gegen Mannheim hier den Fans mitzugeben? Ich glaube, dass so ein Heimspiel einfach nochmal was ganz anderes ist, mit den Fans im Rücken. Und ich glaube, wenn wir die Sachen, die wir gegen Osnabrück gut gemacht haben, offensiv genauso umsetzen können gegen Mannheim und defensiv die Sachen verbessern, die wir jetzt die Woche angesprochen haben und trainiert haben, dann steht dem, wenn wir alles reinwerfen, und das werden wir, dazu haben wir uns verpflichtet, werden wir versuchen, alles reinzuwerfen und damit natürlich den 8. Heimsieg einzufahren. Wenn man im Netz die Sprüche hört, jetzt erst recht, immer weiter, es tragen euch die Fans, ich wiederhole mich, ich weiß, es wird von manchen noch ein bisschen angekreidet, aber trotzdem, ich glaube, das ist für euch ganz, ganz wichtig. Klar, vor allem in schwierigen Situationen, sag ich mal, sind die Fans ein Bestandteil von dessen, dass der Erfolg auch wieder zurückkommen kann. Wir wissen, dass wir es zwar nicht mehr komplett selber in der Hand haben, aber wir können die Dinge beeinflussen, die jetzt am Wochenende passieren und die nächsten Spiele. Und da sind die Fans ein wichtiger Bestandteil. Wie gesagt, ein Heimspiel entfacht nochmal neue Emotionen, entfacht auch nochmal diesen 12. Mann, um dann eben auch gegen Mannheim jetzt am Wochenende zu marschieren. Ronny, vielleicht könntest du mal personell sagen, wie die Lage ist. Wer ist angeschlagen oder wer kann spielen? Ja, also grundsätzlich entspannt sich diese personelle Situation wieder, weil ja die gesperrten Spieler zurückkommen mit Nils Butzen und Johann Gomez. Weiterhin verletzt ist Patrick Göbel, ja, der noch an den Folgen seiner Hand-OP laboriert. Ronny König ist nach wie vor nicht einsetzbar, was allerdings auch wieder schön ist, dass Philipp Kusic jetzt wieder bei der Mannschaft ist und schon individuelles Training mitmacht nach seinem Kreuzbandriss. Und Lukas Krüger trainiert auch schon wieder individuell und ist aber eben auch bei der Mannschaft. Und das sind schon auch in diesen ganzen Zeiten der schlechten Nachrichten auch ein paar gute Nachrichten. Und ansonsten haben wir aber größtenteils alle Jungs an Bord. Jan Löhmannsrüben hat noch Probleme mit der Kniekehle. Da wissen wir noch nicht, wie das dann am Ende wird. Aber ansonsten haben wir einen ausgewogenen Trainingskader gehabt diese Woche. Sie hatten ja am Anfang gesagt, dass Sie von der Spielweise was verändert haben, nicht mehr ganz so früh anlaufen, den Gegner. Hat sich das aus Ihrer Sicht bezahlt gemacht? Ich habe jetzt irgendwas gelesen, das gesagt wurde, in der zweiten Halbzeit, die ist schlechter als die erste. Hat das mit Kraft zu tun, dass man einfach mit dem nicht so früh anlaufen Kraft sparen will? Dann würde diese Statistik ja zumindest dagegen sprechen. Ja, grundsätzlich war zu Beginn die Idee gewesen, dass wir halt die Defensive versuchen auch zu stärken, um da eben auch die Null stehen zu haben, um dann eben nach vorn dann auch immer wieder Situationen zu kreieren, weil wir schon Spieler haben, die auch Tore erzielen können, Torchancen rausspielen können. Und wenn man jetzt natürlich gerade unsere letzten Auswärtsspiele betrachtet, da hat es natürlich gar nicht funktioniert. Ja. Und es ist natürlich immer so ein Wechselspiel,
wenn man mehr in die Offensive investiert, wo ich schon denke, dass wir da auch uns verbessert haben, um da eben auch Torchancen rauszuspielen, ist es manchmal eben leider so, dass die Defensive dann irgendwo leidet. Das soll nicht so sein, das ist auch nicht der Ansatz, aber wir haben es ja in den vergangenen Wochen leider so gesehen und das bleibt aber trotzdem immer wieder auch Trainingsinhalt, dass wir, wenn wir die Offensive trainieren, dann eben auch gleichzeitig die Defensive trainieren und wenn wir die Defensive trainieren, werden eben auch offensive Stilmittel dann auch mit übertragen. Letztlich bin ich auch nicht zufrieden, wie viele Tore wir bekommen haben, gerade auch in den letzten Minuten und da spielen natürlich verschiedene Faktoren dann eben auch eine Rolle. Weil häufig ist es so, wenn man das ein, zwei Mal hat, das setzt sich dann irgendwo dann auch im Kopf fest. Der Gegner investiert dann auch meistens immer dann noch etwas mehr und man wird ein bisschen inaktiver. Dadurch wird man dann auch passiver und zieht sich weiter zurück. Und das ist dann eben immer ein Teufelskreis. Und das haben wir leider in den vergangenen Wochen nicht geschafft zu durchbrechen, weil sonst hätten wir deutlich mehr Punkte auf der Habenseite und würden heute wahrscheinlich nicht so eine negative Grundtendenz haben. Wenn man sich die letzten Spiele so anschaut, es waren ja eigentlich immer ordentliche Leistungen von Ihrer Mannschaft. Im Endeffekt wurden die Punkte Ihnen immer so ein bisschen aus der Hand gerissen durch Verantwortlichkeiten, die nicht in Ihrer Hand lagen. Zum einen durch den Becherwurf, dann jetzt im letzten Spiel durch zwei sehr, sehr strittige Handelfmeter. Denkt man sich da irgendwann vielleicht auch, oh, wir tun alles, was geht, aber es soll vielleicht auch einfach nicht sein in dieser Saison? Ja, ich habe es ja schon eingangs gesagt, wir können nur die Dinge beeinflussen, die wir dann auch wirklich selber handhaben können und es macht natürlich dann schon immer mal nachdenklich, aber ich denke, über eine Saison gesehen geht es ganz vielen Vereinen so, dass sie dann die Szenen heraussuchen, wo sie mal vielleicht benachteiligt wurden und dann die, wo sie vielleicht mal ein bisschen Glück hatten, dann immer so ein bisschen geringer darstellen. Der Schiedsrichter hat an dem Tag sicherlich zwei unglückliche Entscheidungen gegen uns getroffen, aber ich bin immer der Meinung, dass sich Dinge dann über die Saison hinaus auch wieder ausgleichen. Klar ist es jetzt in unserer Situation wahrscheinlich dahingehend eher schwieriger möglich, aber ich glaube da eigentlich an sowas und deswegen will ich das immer gar nicht so sehr aufhängen. Auch der Bierwurf, der Bierbecherwurf, das ist natürlich ärgerlich, aber auch das konnten wir eben nur bedingt beeinflussen. Ja. Letztlich konnten wir die Sachen auf dem Platz beeinflussen und das haben wir speziell in den Heimspielen, um da jetzt den Bogen nochmal zum Spiel zu schlagen, in den letzten Wochen meiner Meinung nach gut gemacht. Ja, auch wenn wir nicht immer die Punkte so eingefahren haben, wie wir es wollten, aber die Mannschaft hat ein ordentliches Gesicht gezeigt, hat gezeigt, dass sie auch eine Mannschaft ist und das finde ich auch immer schon wichtig, dass sie eben auch zusammen die Chance, die noch da ist, packen will. Und wie aber die Spiele eben ausgegangen sind, war es dann eben zu selten auf unserer Seite das Glück. Ich habe noch eine Frage an Leonhard. Wenn man die Mannschaft im Training anschaut, wir hatten es anfangs schon, ihr wirkt immer noch sehr, sehr positiv, kommt auch immer noch mit Spaß zum Training. Wie schafft ihr das in der Situation, euch einfach an dieser positiven Stimmung weiterhin zu bedienen? Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, den Kopf in den Sand zu stecken. Klar ist die Situation nicht einfach, die war die letzten Wochen auch nicht einfach, aber umso höher, sag ich mal, das Pensum auf der Seite liegt, dass man Spaß an seinem Beruf hat, dass man sich aufs Wochenende freut, auf die Spiele freut, auf die Heimspiele jetzt auch. Wie gesagt, das Wochenende steht ein Heimspiel an und da ist natürlich jeder, freut sich drauf. Und ich glaube, dass es wichtig ist, die gewisse Ernsthaftigkeit zu haben, dass man weiß, okay, es geht um eine Menge, wir müssen 3 Punkte holen, wir wollen das Spiel gewinnen, wir spielen zu Hause, aber auch gleichzeitig, dass man eben Spaß dran hat, weil genau mit diesem Spaß und mit dieser Ernsthaftigkeit, mit dieser guten Mischung, hat man den meisten Erfolg, meiner Meinung nach. Ja, nochmal kurz zurück zum Schiedsrichter. Sind Sie jetzt, für die Zeit können Sie ja noch sprechen, wo Sie hier sind, eher so, dass Sie sagen, es gleicht sich wieder aus oder ist jetzt schon eher die Richtung, dass es gerade bei den letzten 2 Spielen ja schon eher zweifelhaft war gegen Zwickau? Also in der Zeit, in der ich jetzt hier in Zwickau arbeite, habe ich da jetzt nicht festgestellt, dass wir
recht häufig bevorteilt wurden. Ja. Aber auch da will ich gar nicht zu kritisch sein. Das war auch ein Hexenkessel in Osnabrück, das muss man sagen. Das war eine laute Stimmung und eine gute Stimmung. Und ich hätte mir aber trotzdem dann ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichterteam erwartet, einfach weil eben diese erste Elfmeterszene schon nicht 100% klar war und dann war es die zweite erst recht nicht. Ja. Und da muss ich natürlich dann sagen, in so einer Situation muss ich mir das genau überlegen. Aber wie gesagt, ich bin 100% der Meinung, keiner macht mit Absicht Fehler. Das gilt auch für die Schiris. Es ist schwer genug, dieser Beruf. Das merken alle Fußballtrainer, wenn sie im Training mal ein Trainingsspiel pfeifen müssen oder da an der Linie stehen. Und dementsprechend, es geht nur zusammen. Und das ist jetzt in unserer Situation mega ärgerlich, das muss man so sagen, weil wir jetzt die Benachteiligten sind. Aber ich glaube trotzdem, dass wir auch die Schiedsrichter an sich wieder mehr auf ihren Job konzentrieren lassen müssen, einfach weil es sonst auch irgendwann ein absolutes Nachwuchsproblem in dem Bereich geben würde. Und wenn es keine Schiris mehr gibt, dann wird es auch keine Fußballspiele mehr geben. Und deswegen, ich war auch sauer nach dem Spiel und war auch emotional angegriffen, aber mit ein bisschen Abstand muss man dann einfach sagen, es gibt jeder nur sein Bestmögliches und das müssen wir auch weiterhin auch schützen, damit eben der Fußball, der ja von allen das liebste Kind ist, eben auch so erhalten bleibt. Und das ist meine Meinung. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, danke ich euch für euer Erscheinen und wir sehen uns dann am Samstag hier um 14 Uhr. Danke. Vielen Dank. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.